Und schon wieder zurück bei Memoria. Und wir sind in der fliegenden Festung, mitten in der Schlacht gegen das Heer Borbarats. Und der Prinz versucht, die Schwebekristalle zu manipulieren oder was auch immer damit zu tun, damit die Festung abstürzt. Und das wäre, glaube ich, das Ende unserer Armee und damit das Ende von Aventurien, wie wir es kennen. Das wollen wir natürlich verhindern. Ja, und ich muss ganz kurz nochmal... Ich habe eine schlechte Nachricht für alle, die noch auf die Fortsetzung der Drakensang-Mod warten. Der Mod Das Auge der Göttin. Ich habe zwischenzeitlich nochmal Drakensang bestellt als CD-Version, weil ich ja eine unabhängige Version von der Steam-Version brauchte. Allerdings laufe ich wieder in die gleichen Fehler rein, die wir letztes Mal hatten. Ich bekomme diese Mod im Augenblick bei mir irgendwie nicht richtig zum Laufen und ich fürchte, das liegt daran, dass ich das Spiel nicht von Anfang an ordentlich gepatcht hatte. Das würde bedeuten, ich müsste es im Zweifel nochmal ganz komplett durchspielen und dann nochmal die Mod von vorne anfangen und das wird lange dauern. Das kann ich auch nicht mal so nebenbei machen, weil das sind schon diverse Stunden, die man da investieren muss, die ich im Augenblick einfach nicht aufbringen kann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber irgendwann werden wir zu dieser Mod nochmal zurückkehren. Das verspreche ich. Wir werden sie nicht einfach so im Sande liegen lassen. Dafür ist sie zu gut gemacht. Und dafür haben sich die Macher das auch verdient, dass man diese Mod, dass man dafür kämpft, sie spielen zu dürfen. Und das will ich auch tun. So, das noch kurz zur Information vorweg. Jetzt aber, ja, ich habe schon gesehen, wir haben hier noch Steine rumliegen. Und wenn ich ihn damit schon nicht töten kann, so werde ich ihn wenigstens verunstalten. Ja, ich hätte so eine Vermutung irgendwie. Doch hat er euch nicht gesehen. Ja, Zeit für einen Überraschungsangriff. Zeit für einen Überraschungsangriff. Er bekämpft den Prinzen, er hält sich für mächtiger als Goliath, doch ist er mindestens genauso verwundbar. Und das hatte ich tatsächlich vor der Folge schon gelesen. Wir können ihn mit Steinen bewerfen. Au, wer wagt es? Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen, lass mich doch einfach in Ruhe. Nein, das werden wir nicht tun. Wir haben noch zwei Steine. Ah, für wen hältst du dich? Ja, für Satya. Das hört jetzt auf. Oh. Und nun sieh zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas für euch. Was denn? Ich hoffe, etwas, das hilft. Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen. In den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm, aber beeilt euch. Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Jetzt gibt er uns den Schlüssel. Ich danke euch. Na gut, immerhin. Wir haben ihn zumindest bekommen. Der Turmschlüssel, wir können jetzt, glaube ich, hier rein. Dann müssen wir gucken, dass wir sein Schild vernichten und dann müssen wir ihn vernichten. Aber das erklärt halt noch immer nicht, warum es... Huch. Das sah gerade aus wie so ein Schaltpult hier oben. Das erklärt halt noch immer nicht, warum Satya in der Erinnerung nicht vorhanden ist. Wackelhalter, Statue, Schild. Wir befinden uns in der unteren Kammer des linken Turms. Achso, hier, guck mal da. Der linke Turm, untere Kammer, obere Kammer, mittlerer Turm, rechter Turm. Das Schild zeigt also an, wo man sich gerade befindet. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde das Land heilen, als ihr es nicht mehr konntet. Die Göttin der Heilkunst, Perrine. Selbst sie hat mich im Stich gelassen. Die Götter haben uns wie immer mal wieder alle im Stich gelassen. Nichts geschieht. Neben der Treppe hängt eine Halterung für eine Fackel. Es ist keine echte Rüstung, nur eine Nachbildung. Eine Rüstung neben einer Göttin. Dieser Ort ist Festung und Tempel in einem. Kasim hat seine Arme bis hierher ausgestreckt. Er hat aber ganz schön tentakelige Arme. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Na gut, ich gebe mein Bestes. Wir gucken uns mal weiter um.
So, jetzt sind wir in der oberen Halle. Da ist der Kristall. Berührt ihn und ich lasse ihn erlöschen, bevor die Arme ihn leer getrunken haben. Was ist geschehen? Ich habe dem Stein seine Kraft geraubt. Dabei muss der Turm nach unten gesackt sein. Geht nach draußen und seht nach. Okay, das ist vielleicht gar nicht so klug, weil wir müssen ja auch noch auf die andere Seite kommen. Die Waffe ist fest mit der Rüstung verbunden. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen, was ich habe. In jedem Raum steht eine Rüstung. Und in jedem Raum eine Götterstatue. Die Göttin des ehrenwerten Kampfes, Rondra. Was wohl aus der jungen Amazone im Rastschulsweil geworden ist. Das würde mich auch interessieren. Die war so ambitioniert und so, naja, voller Eifer. Und war überzeugt, das Richtige zu tun. Da würde mich schon interessieren, ob sie das Ganze überlebt hat. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde kämpfen, wie noch kein Mensch je gekämpft hat. Zumindest versuchen. Versuchen können wir es. Besser, ihr kommt ihnen nicht zu nahe. Kann ich denn jetzt noch rüber? Okay, oh, warte mal, ein Zierkopf. Ah, wahrscheinlich von der Rüstung, oder? Der mittlere Turm ist voll von der Plage. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Besser ist das. Okay, wir gehen erstmal wieder nach draußen und gucken nach, weil der Stab hat ja gesagt, wir sollen einmal draußen nachgucken gehen. Der Turm ist nämlich abgesackt. Wir kommen wahrscheinlich unten nicht mehr raus, weil der Eingang ist ja weg. Draußen? Das ist doch eigentlich unmöglich. Was ist mit dem Ausgang geschehen? Als ihr den Kristall oben gelöscht habt, ist der Turm eine Ebene herabgesackt. Der Ausgang ist nun versperrt. Wollt ihr nach draußen, müsst ihr seine Macht wieder erwecken. Oh, ich hab eine Vermutung, worauf das hinausläuft. Das heißt, wir gehen nach oben, müssen den eine Ebene wieder hochschalten. Ja. Und dann können wir wahrscheinlich da auch an der Seite auf den mittleren Gang hinüber. Der Turm ist nun wieder oben. Ja, denn hier unten wären wir nicht weitergekommen. Da ist zerbrochen. Den müssen wir eventuell nach unten, weil hier kommen wir nicht durch. Den müssen wir nach unten. Dann kommen wir hier lang. Dann können wir den nach unten setzen. Dann kommen wir hier lang wieder zurück. Können den wieder... Nee, Moment, dann komme ich ja hier wieder nicht zurück. Schwierig. Ah, warte mal. Ach, der Schwebekristall ist jetzt da unten. Also jeweils im Turm und draußen. Wie komme ich denn daran? Okay, wir lassen den mal ausgeschaltet. Huch, was war das denn? Sie sind unruhig und halten den Schwebekristall fest in ihrer Mitte. Hesinde, die Göttin der Wissenschaft und der Kunst. Auf ihre Gunst kann ich ohnehin verzichten. Naja, nicht unbedingt. Ich werde es euch allen zeigen. Wenn wegen eurer Missgunst die Dämonen siegen, wird auch das Reich der Gebildeten und Schönen auf ewig zerfallen. Und das ist richtig. Was stehst du hier? Geh raus und kämpfe. Keine dieser Rüstungen ist echt. Ja, und überall sind Fackelhalter. Aber wir können aktuell noch nichts damit machen. Habe ich denn irgendwas, womit ich eine Fackel entzünden? Oh, warte mal. Nee, Moment. Ich hatte gerade überlegt. Aber Prios, Erfert und Boron haben wir bisher noch nicht gefunden. Was wir mit dem Zierkopf machen sollen, weiß ich auch noch nicht so genau. Nach oben Turm 2 hinunter. Da wäre der Kristall und hier geht es zur Brücke 2. Wir können jetzt erstmal alles erkunden. Wenn wir alles gesehen haben, dann wissen wir hoffentlich weiter. Jetzt stehen wir ganz oben. Ach, guck mal. Ja. Das heißt, wenn wir ganz oben stehen, können wir hier wieder zurückkehren. Das bedeutet, wir hauen den Turm eine Stufe nach unten. Können dann hier raus über die Brücke gehen. Können da hoffentlich reingehen. Können diesen Turm, wenn wir da nach oben können, können wir den Kristall rausnehmen. Können dann wieder zurück, weil dann ja hier oben eventuell dann der Weg hierhin zurückgeht. Können hier nach oben klettern, sind dann wieder hier oben drauf und können diesen Turm runtersetzen. Und damit wären alle Kristalle ausgeschaltet, auch wenn wir dann selber nicht mehr raus können. Das wäre jetzt der Plan. Was ist denn das für ein schwarzer Bildschirm da immer? Verstehe ich nicht. Turm 2 hinunter. Wir gucken mal gerade unten. Hier ist auch schon alles voll von Tentakeln.
In der Mitte des Raumes haben sie erst ein Loch geschlagen und es nun überwuchert. Wie eine Brücke. Aber können wir denn vielleicht, warte mal, können wir nicht vielleicht... Sie wachsen sofort wieder zusammen. Na, das bringt wahrscheinlich nichts. Oh, warte, welche Götter haben wir denn hier? Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde die Kämpfenden unter einem neuen Stern der Hoffnung vereinen. Travia. Selbst die Göttin der Gastfreundschaft hat mich verraten. Wobei ich Travia eigentlich immer sehr nett fand. Also Travia habe ich nichts Böses gegen. Seine Haltung zeugt ganz und gar nicht von einem tapferen Krieger. Das Schwert ist aus brüchigem Marmor. Es wird mir in der Schlacht nicht viel nützen. Wir brauchen für die Schlacht nicht viel mehr als unsere Entschlossenheit. Da bin ich überzeugt. So, wir aktivieren den deaktivieren den Schwert. Ich komme nicht nah genug heran. Kasims Arme sind ekelerregend unruhig. Ach so, okay, kann ich vielleicht... Sie wachsen sofort wieder zusammen. Okay, ich glaube, mit dem Dolch kann ich hier nicht viel ausrichten, aber vielleicht hiermit. Weichet! Kasims Arme scheinen sich von den geweihten Relikten nicht beirren zu lassen. Warte mal, ich habe eine Idee. Der Zauber wirkt nur auf... Nein, nicht auf die Schwebekristalle, auf die Tentakeln hier. Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und kleines Getier, Charizard. So viel zu meiner Idee. Na, danke auch. Ich glaube, hier komme ich nicht rüber, oder? Nee. Das führt uns leider nirgendwo hin. Kümmert euch erst um die kleinen Kristalle. Erst wenn sein Schild weit genug geschwächt ist, erreicht ihr den Großen. Ja. Achso, den Großen müssen wir auch noch erreichen. Das heißt, wir müssen runter, aber unten kommen wir nicht durch, weil da die Tentakeln sind. Wird's doch kompliziert. Ich hatte gedacht, wir hätten das Rätsels Lösung schon gefunden. Wenn die 5 Schwebesteine erloschen sind, könnt ihr endlich auch seine Verbindung zum Hauptkristall kappen. Ja, es ist so leicht gesagt. Ich muss an diesen Kristall ran, sonst komme ich hier auch nicht weiter. Er wird nichts gegen diese Arme ausrichten können. Okay. Oh, warte mal. Aktivieren. Rüstung. Das ist wohl nicht magisch genug. Und Fackelhalter? Das geht nur bei magischen Artefakten. Haben die denn hier wirklich nichts Magisches eingebaut? Das ist doch wohl... Vision schicken wird nichts bringen. Wir haben hier nichts und niemand, dem wir eine Vision schicken können. Oh, Versteinern an Endsteinern. Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Wir Endsteinern die Götter. Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Ja. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, warte, halt, wir haben doch noch hier... Einst konnte ich das wohl, aber inzwischen bin ich zu schwach. Das geht nur bei magischen Artefakten. Alles klar. Zur Brücke 1, zu Turm 2 hinunter. Hinunter hat uns ja nichts gebracht. Brücke 1 hat uns hier hinaufgeführt. Können wir jetzt vielleicht, wenn wir hier unten hingehen... Warte mal, wir haben ja jetzt den Schwebekristall hier unten. Vielleicht können wir damit irgendwas machen. Ach ne, hier komme ich ja nicht durch. Also ich muss den Turm erstmal runtersetzen. So. Der Turm ist nun wieder unten. Ja, sehr gut. Und dann gucken wir unten nach. Irgendwas hat das auch mit den Fackelhaltern auf sich. Mit Sicherheit. Ich muss ja gar nicht runter. Mit Sicherheit sogar muss man damit irgendwas machen. Ich bin mir nur nicht sicher, was. So. Hier ist ein Schwebekristall. Ja, sieh mal einer an. Er ist nun wieder wach und oben. Ja, das hat uns jetzt irgendwie nicht so weit gebracht, wie ich gehofft hatte. Er ist nun einfach wieder oben. Das bringt mir aber irgendwie nichts. Komm, wir machen hier nochmal rauf. Der Turm ist nun wieder oben. Da ist der Schwebekristall, aber ich glaube, der sollte hier nicht sein. Den können wir schon deaktivieren. Den brauchen wir ja tatsächlich auch eigentlich im weiteren Verlauf überhaupt nicht mehr, wenn ich mich richtig entsinne. Jetzt ist er unten. Jetzt hat sein Kraftfeld kurzfristig ein bisschen geschwächt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir müssen diesen Turm hier irgendwie
Wir müssen irgendwie diese Tentakeln hier loswerden. Die sind so lebendig, hat der Stab gesagt. Weichet! Kasims Arme scheinen sich... Das wird niemals... Ja, das wird niemals gehen. Ich sehe kein Zus... Kombinieren können wir das auch nicht. Das wird niemals... Nee. Ich sehe kein Zus... Ich darf jetzt nicht den Kopf... Ich wollte nur gucken, ob wir eventuell die geweihten Dinge... Ob wir die geweihten Dinge vielleicht in die Hände der Statuen legen können, damit die uns helfen könnten. Das ist es auch nicht. Ja, die Tipps helfen mir leider aktuell auch nicht so wirklich weiter. Also hier diese hier. Besiege Prinz Kasim, ja, sehr schön. Aber das muss doch mit... Können wir es nicht... Kann ich nicht wieder irgendwie was... Es ist kaum noch Alkohol in der Flasche. Oh, das ist schlecht. Wir müssen ja noch bis zum Ende des Abenteuers überstehen. Ohne Alkohol wird das schwierig. Das muss doch irgendwie mit diesem Kopf hier zusammenhängen. Habe ich hier nicht irgendwo eine Statue? Ne, oben war ja nur noch... Habe ich hier nicht irgendwo noch eine Statue, die eventuell keinen Kopf hat und wo wir den Kopf vervollständigen könnten? Unten nicht. Hier kann ich auch nichts durchschneiden, oder? Sie wachsen so... Ja, das bringt alles nichts. Wir befinden uns in der unteren Kammer des mittleren Turms. Das habe ich schon soweit schon verstanden. Wo hatten wir eventuell... Ich muss mal gucken. Wir können ja nochmal in den anderen Turm kurz zurückschauen. In dem dritten Turm waren wir noch gar nicht. Hier ist eine Rüstung. Ist die ohne Kopf? Nein. Doch. Ich darf mein Ziel nicht... Doch. Ich darf jetzt... Wirklich, die ist ohne Kopf? Die so. Waffe ist fest mit der... Nee. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen. Keine dieser Rüstungen ist echt. Naja, die hat aber keinen Kopf. Ich dachte, wenn wir den Kopf vielleicht vervollständigen, dass ich dann etwas tun würde. Aber offensichtlich nicht. Okay. Ich bin jetzt wirklich... Jetzt bin ich in eine Sackgasse gerannt. Jetzt muss ich rumprobieren. Und zwar ganz viel rumprobieren und ausprobieren. Weil ich fürchte auch durch pure Logik, das wäre einfacher, also Logik wäre möglich, wenn die Tentakel nicht wären. Da müssen wir aber erstmal einen Weg finden, um die Tentakeln loszuwerden. Ich frage mich nur, wie. Hast du vielleicht eine Idee? Beeilt euch! Ja. Deaktiviert die Schwebekristalle in den Türmen. Nur so könnt ihr ihn besiegen. Ich tue doch schon, was ich kann. Also wirklich, jetzt bitte. Ja gut, pass auf, bevor ich jetzt hier eine Stunde rumprobiere und ihr euch langweilt, werde ich das mal kurz für mich alleine machen. Irgendwie werden wir einen Weg finden, hier durchzukommen. Irgendwas müssen wir doch mit unseren Zaubern oder mit den Tentakeln mein machen Zauber können. Mein Zauber wird nur auf Pflanzen und kleines Getier, Charizard. Ja, Pflanzen und kleines Getier. Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Okay. Okay, vielleicht ist es auch wieder was ganz Offensichtliches, aber wir finden das raus. Wir finden das raus. Davon lassen wir uns jetzt nicht beeindrucken. Für mich wahrscheinlich ein bisschen länger, für euch in 2 Sekunden. Ich sag einfach mal bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und mittlerweile habe ich, naja, dank eines guten Tipps einen Weg gefunden. Hier, die Tentakeln, die konnten wir ja nicht. Wer konnte denn ahnen, dass wir einfach mit purer Gewalt... Wenn es anders nicht geht... Mit purer Gewalt. Und da ist der Splitter. Und wir haben ihn jetzt sogar bei uns. Er schwebt in meiner Tasche. Okay. Ich dachte, wir deaktivieren ihn nur, aber er ist ja schon deaktiviert quasi. Das heißt, der Turm ist jetzt unten. Wenn wir jetzt also zur Brücke gehen, dann müssten wir jetzt rüberkommen. Hier sind 2 Tentakeln. Sind das nicht die Tentakeln, die das Ding da oben halten? Die Arme halten hoch oben einen der Schwebekristalle fest umschlungen. Ja. Die Arme... Sie sind weich und warm. Am Ende sind diese Viecher auch nur aus Fleisch und Blut. Wie schön aber, ihr das gesagt habt. Aber wenn die aus Fleisch und Blut sind, warte mal. Mein Zauber wirkt nur auf... Ja... Ah, die kann ich... Okay, die kann ich zerschneiden. Dann können wir nämlich, glaube ich, den Kristall da oben freimachen. Ja. Sie lassen sich nicht so leicht von ihrer Beute abbringen.
Warte mal, wir gehen mal. Kommen wir denn hier nach oben? Wen haben wir denn hier als Gott? Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde der Welt das geben, was du ihr bloß versprechen konntest. O Zar, Göttin des Friedens, wie konntest du nur so irren? Jetzt sei mal nicht so böse mit den Göttern. Sind auch nur Menschen. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. So weit würde ich noch nicht gehen. Ich brauche keine Rüstung, um hieraus siegreich hervorzugehen. Ja. Vielleicht doch. Was? Prinzessin, was ist? Er ist in meinem Kopf. Hat dich deine Vergangenheit etwa eingeholt? Lasst euch nicht verwirren. Es ist nur ein Spiel. Eine finstere Illusion, um euch zu brechen. Nichts davon ist wirklich. Versucht euch darauf zu besinnen, was ihr wirklich seht, und der Trug wird verschwinden. Und der Trug wird verschwinden. Es ist nur eine Illusion. Sagt, was wirklich an dieser Stelle steht. Hier ist... Moment. Wenn das dem gleichen Aufbau der anderen Türme, dann müsste hier ein Fackelhalter sein. Ein Fackelhalter. Oder hier steht... Oder auch nicht. Schild, Rüstung, Statue, nichts. Schild, nein, Schild, nicht, nichts. Oder ist der Fackelhalter hier? Nichts. Hier... Ein Fackelhalter. Dann müsste ich mir nochmal die... dann müsste ich mir nochmal die Statuen in der anderen... Dann müsste aber hier... Hier steht... Eine Statue stehen. Eine Statue. An dieser Stelle ist... Eine Rüstung. Eine Rüstung. Hier ist... Ein Schild. Ich klicke jetzt einfach mal nur Sachen an. Nichts. Okay, das hilft nicht. Zur Brücke 2. Wir gehen nochmal ganz kurz in Turm 3 hinunter. Moment. Also das ist das obere Stockwerk eines Turmes. Hier ist Turm 3. Da steht... Okay, warte. Ich brauche was zu schreiben. Ich nehme jetzt mal hier die Rechnung, die hier liegt. Ich hoffe, die Rechnung ist mir nicht böse. Ich brauche was zu schreiben. Hier ist ein Stift. So, das war jetzt anstrengender, als es... Das klang anstrengender, als es war. Wir haben in Turm... Ich mach mal hier, Turm 3. Unten. Haben wir den Fackelhalter rechts. Fackel. Wir haben das Schild. Wir haben Rüstung. Und wir haben die Statue. Und da ist nix. Das ist Turm 3 unten. Und dann gucken wir gerade mal. Wir gehen nochmal Turm 2 zurück. Und gucken mal, wie es da oben aussieht. Das ist jetzt Turm 2 oben. In 2 oben. 2 oben. Haben wir nichts. Wir haben die Statue. Wir haben das Schild. Und die Rüstung. Und die Fackel. So. Und in Turm 2 unten. Unten ist. Huch, was? Die Arme spüren die Magie des Kristalls in eurer Tasche. Kommt ihnen besser nicht näher. Okay. Kann ich den denn. Schlafender Splitter. Kann ich... Ah! Okay. Das macht Sinn. So, und das ist Turm 2 unten. 2 unten. Haben wir Fackel. Wir haben Rüstung. Wir haben Schild. Und wir haben Statue. Und wir haben nichts. Ja, das ergibt schon ein Muster, wenn ich das hier auf meinem Zettelchen sehe. Ach so. Was? Wieso ist hier jetzt offen? Hä? Habe ich irgendwas anders gemacht? Ach nein, weil die Tentakel... Ach so. Wahrscheinlich war... Ah, okay, ich verstehe. Weil hier die Tentakel... Deswegen ist jetzt hier offen. Ach so. Ich verstehe. Und dann gehen wir zu Turm 1 oben. Das ist ja eigentlich das, was uns interessiert. Ich mache den Zettel mal hier auf die andere Seite. Das ist, glaube ich, leichter zu schreiben dann. Turm 1
oben haben wir die Statue rechts. Statue. Die Rüstung in der Mitte. Rüstung. Das Schild. Und dann die Fackel. Und da ist nichts. Das ist. Warte mal, dann ist hier nichts. Und hier ist die Statue. So. Jetzt gucke ich mal gerade auf meinen fiesen Zettel hier, ob da irgendwie eine Übereinstimmung möglich ist. Das heißt, wir haben Schild links, Schild Mitte, Schild. Dann müsste Schild rechts. Ah, das Schild ist immer je nachdem, wo der Turm gerade ist. Also Schild entweder Mitte, links oder rechts. Das gibt den Turm an. Die Fackel ist da oben links. Oben links. Die Fackel ist eigentlich immer oben links. Und unten? Unten ist die Fackel immer rechts, oder? Ja, Tatsache. Unten ist die... Ich mache auch hier nochmal eine Aufzeichnung kurz. Das wäre eins unten, um eventuell dann die Zusammenhänge zu verstehen. Da ist hier links überhaupt nichts. Dann das Schild. Dann die Statue. Dann die Fackel. Und dann die Rüstung. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn in den unteren Stockwerken, wenn ich das gerade so betrachte. Na gut, wir gehen nochmal zurück jetzt in den anderen Turm mit diesen... Das ist... Da will ich jetzt wissen. Jetzt will ich es wissen. Jetzt bin ich neugierig geworden. So. Und wieder hinauf. So. Und jetzt folgendes. Wir sind im oberen Stockwerk auf 3. Das bedeutet, das Schild müsste hier stehen. Hier ist... Das Schild. Ein Schild. Ich frage mich gerade, aktiviert er das schon, wenn ich den ersten... Oder nee, das macht er wahrscheinlich nicht. Hier ist ein Schild. So, und die Fackel ist immer links hier gewesen bei den Türmen. Bei den oberen. Ein Fackelhalter. So, bei dem ersten Turm war die Rüstung hier. Bei dem zweiten Turm war die Rüstung hier. Dann müsste sie bei dem dritten Turm wahrscheinlich... Nein, da ist ja das Schild. Unten ist Rüstung und Statue. Warte mal. Rüstung und Statue sind... Schild, Statue und Rüstung. Rüstung und Statue sind immer vertauscht. Das bedeutet, wenn unten die Statue hier steht, dann müsste hier die Rüstung stehen. An dieser Stelle ist... Die Rüstung. Eine Rüstung. Was? Hallo? Oh, Tatsache! Tatsache, wir haben es geschafft! Ich hatte ja eben schon ein paar Sachen angeklickt, aber einfach so aus Zufall. Aber jetzt haben wir es richtig gemacht. Ich bin so stolz auf mich, Oh Gott, ja, wir haben ein Rätsel gelöst. Durch Aufschreiben und durch Angucken. Ich bin so glücklich. Und mit diesem Glücksmoment, bevor wir dann gleich wahrscheinlich wieder in die Untiefen der Abenteuer abtauchen, bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.